Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 5. Januar. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir sehen aktuell, wir sind bei 16.140. Wir haben ein Mini-Gap hier und wir sind tendenziell oberhalb des Daily Pivots, sind aber dichter an der 16.100er dran. Deswegen versuche ich es mal hier unten, die 16.1 erstmal zu aktivieren. Wenn wir eine Blue Box bekommen, das heißt diese blauen Boxen, dann werden wir sie natürlich traden. Traden wir eine blaue Box, die kleiner ist als 20 auf dem Minutenchart, also definitiv kleiner als 20, gehe ich ein etwas höheres Risiko ein. Gibt es eine Box, die kleiner ist als 30, bleiben wir bei dem geringen Risiko. Ja, das nur mal zur Info. Und nochmal zu der Regel, wir traden dreimal die Big Number, 16.1, 16.2, jeweils pro Tag. Auch das ist ein Regelwerk. Und nochmal zum Regelwerk. Ab dem zweiten Trade bei der Aufschaukelung gehe ich auf ein etwas weiteres Ziel. Und da möchte ich darauf nochmal hinweisen, wenn man auf angepasst drückt, das heißt, man möchte mehr mitnehmen, ist das Risiko definitiv höher. Und die Statistik der Boxen, da gehen wir in die Statistik rein und brechen dort die Statistik, denn sind wir im Freestyle-Modus. Das machen wir aber seit mehreren Monaten so, wollte ich hier nochmal erwähnen. Und wir haben hier die Big Number. Und jetzt schauen wir mal gestern auf die Vergangenheit. Das machen wir jeden Tag. Wo waren gestern kleine Boxen? Wir sehen es hier 21er, 15er. Das ist aber sehr, sehr spät abends oder nicht in der Primetime. Die Primetime ist entweder nachmittags oder besser noch am Vormittag. Hier sehen wir zur Primetime 19,5. Das wäre so ein Trade, den man mit erhöhtem Risiko tradet. Jan, wir sehen es hier unter 20. Dann hatten wir gestern eine 29er Box, eine 20er Box, eine 42er treten wir nicht, eine 32er gestern in der Vormittagssession auch nicht. Okay, das für die Big Number. Gehen wir rüber in die Vola-Boxen. Das sind die grünen Boxen. Die treten wir auch hier nochmal zur Wiederholung, solange bis sie nicht mehr erscheint. Das heißt, wir können diese Vola-Boxen, wenn sie ab 9 Uhr kommen, dementsprechend dann auch letztendlich traden. Hier ist nur der Hinweis zum Regelwerk. Wenn wir erhöhtes Risiko auch hier eingehen, das heißt, wenn ich hier auf eine Hedge-Auflösung gehe oder ich das Risikoziel per Euro eingebe, dann sollte, meine Damen und Herren, die Box vom Eröffnungskurs mindestens 40 Punkte entfernt sein. Wenn also die Vola-Box, die grüne Box, direkt bei dem Eröffnungskurs um 9 Uhr erscheint oder 10, 20 Punkte, bleibe ich bei dem geringen Risiko. Auch das nochmal Hinweis für das Jahr 2022. Okay, dann gucken wir mal, wo kommt die Vola-Box raus? 16.119. 16.119. Das heißt, wir haben hier fast ein Big Number Trade. 16.119 zu 16.104. Das ist der Forecast. So ist die Erwartungshaltung, wo der Markt reinkommt. Die nächste Box darüber wäre dann bei 16.177. Gut. Und dann machen wir wie jeden Morgen einmal den Wetterbericht und fangen an, Vorlage Zickzacklinie. Und gehen wieder von oben runter, fangen an beim DAX 40. So, Daily, Weekly sind wir long. So, Daily sind wir long. Wir sehen hier das High. 4 Stunden sind wir long. Stunde sind wir long. 30 sind wir long. 15 sind wir long. Und 5 Minuten sind wir short. Also die kleinste Einheit ist jetzt erstmal short, aber da brauchen wir nicht. Da ist die Wetterlage erstmal long. Auch wenn der Markt heiß gelaufen ist, jetzt die letzten Tage schon. Gehen wir mal in Gold rein. Wochenbasis auf Gold ist long, Daily Basis long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten short. Öl sind wir long auf 5 Minuten. Aber jetzt gehen wir rein. Daily, gestern die Kerze überwunden. Also Daily sind wir long, 4 Stunden auch long, Stunde long, 30 long,
15 Short und 5 Minuten Long. Auch da erstmal klar, wo die Reise hingeht. Technologiebörse Nasdaq, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Hier ist klar, auf den kürzeren Zeitraum geht es Richtung Süden. Fangen wir an beim S&P 500. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Hier gehe ich einmal auf die Tagesstrategie Pro. So, und wir sind hier einmal Long und einmal Short, also gleichzeitig. Und wir sehen hier oben beim All-Time-High hat der Markt letztendlich erstmal seine Unterstützung bzw. Widerstand gefunden. Gucken wir mal, ob da Dynamik reinkommt. Auf 4 Stunden und Stunde sehen wir hier schon die ersten Short-Signale in diesem Markt. So, Zickzack-Linie, wunderbar. Dann gehen wir weiter in dem Dow Jones. Dow Jones, All-Time-High gestern. Oben Rekordhoch, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 auch Long. Also auch hier klare Entwicklung nach oben. Der einzige Markt, der relativ lustlos daherkommt, ist Bitcoin. Der ist noch nicht so gut ins neue Jahr gekommen. Ja, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Short und Ethereum bei 3.800. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten Long. Das einmal die Großwetterlage. Und jetzt gehen wir auf die Jagd und wir sehen eine 16er Box. Würde die 16er Box blau werden, könnte man die traden. Hier ist nur mal zu beachten, die blaue Linie der Daily Pivot 16.129 für alle Trader, die dann all in gehen, weil es eine kleine Box ist. Bitte aufpassen, Daily Pivot ist auch immer größeres Risiko, weil der Kurs am Daily Pivot auch gerne sich aufhält. Eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs dort eventuell auch kleben bleibt, wie man so schön sagt. Gucken wir mal, ob diese Box blau wird. Wenn sie blau wird, werden wir sie natürlich traden. 8:43 Uhr. Wir haben also noch ein bisschen Zeit bis zur Markteröffnung. So, meine Damen und Herren, MTX, es ist 8:51 Uhr und wir gehen bei MTX. Wir sind relativ dicht beim Daily Pivot hier dran. Deswegen gehe ich heute geringeres Risiko rein für den ersten Trade zum Aufwärmen. 0,08. Seid ihr bereit? Und los geht's. Also, MTX als Swiss Box heute, das Gegensignal Long. 16.154 Long oder wir gehen bei 16.139 Short. Die Falle ist jetzt platziert. Geht der Markt nach oben raus, nehmen wir unseren Trade dann mit raus. Das Ganze zum Aufwärmen heute Morgen noch vor der Markteröffnung, 8:52 Uhr. Die Blue Box haben wir leider Gottes, wir sehen es hier, verpasst. Jetzt sind wir mit MTX dabei und gucken, ob der Kurs gleich denn ausgeführt wird. Der nächste Kurs, wir sind bei einer Pending, der Kurs muss da nochmal rein. Wenn der Kurs jetzt wegläuft, weil wir nicht reingekommen sind, dann ist es so. 16.164 aktuell.
Guten Morgen, Uwe. Also Dow Jones mache ich ja gar nicht. Da bin ich auch der verkehrte Ansprechpartner. Guten Morgen, Werner. So, ich werde mir jetzt noch zur Markteröffnung. So, 15 Sekunden. Pending Order ist jetzt ausgeführt. Und los geht's. Bisschen früh die Glocke hier geläutet. Alle warten hier schon. Also 9 Uhr geht's los. Erster Trade oben. MTX. Sind wir long? Mit einer Box und raus. Das war der Eröffnungstrade heute mit der Box. Ich hole mal ein Order History, da könnt ihr das hier sehen. Also ist in den Gewinn gelaufen, 16,154 oben raus. Das war der Eröffnungstrade. Ich verabschiede mich jetzt hier und wir werden hier gleich in die Vola-Box reingehen. Nächster Trade 16.162 Short und 16.177 Long. Für die YouTuber und unser Videotagebuch war es der Eröffnungstrade, den wir live aufgezeichnet haben hier. Und wir hören uns dann morgen wieder.